Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ihr seht schon, wir sind auf einer mal auf einer anderen Map, nämlich auf der Pferdenau. Und ja, also jetzt warten, bis das Spiel geladen hat. Die Map ist an sich sehr geil, kann man auf muss da runterladen. Sollte jeder mal ausprobiert haben. So. Kennt meine abgehackte Gangweise. Ja, ihr seht schon, wir haben hier Map-Dort-Trigger verbaut. Allerdings ist ja hier etwas. Okay. Ja, muss ich mir das Video nachher nochmal anschauen. So, wir fahren heute schon mal Getreide weg. Och nö, oder? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, woher ihr das Geräusch kennt. Ich verrate nichts. Es ist einfach Shit. So, wir brauchen einen Hänger. Ich weiß aber nicht, wo ein Hänger ist. Könnte ein Anhänger verstaut sein. Ach, verdammt, okay, ihr merkt schon, ich kenne mich ja noch nicht aus, wa? So, was ist hier drin? Ach, diese Geräusche. Ich muss mal kurz jetzt Sound ein bisschen leiser drehen. Sieht mir nicht nach Fahrzeughalle aus. Pferde zum Verkauf. Okay, ist nicht scharf, also kann man nicht lesen. Wo könnte man Kipper verstauen hier vielleicht? Ach, nicht du. Ich habe nur einen Ladewagen. Ich habe nur einen Ladewagen drin, aber keine Anhänger. Aber warum? Ist hier die Frage. Hier vielleicht? Ne, da steht nur der Deutz. Steht nur der kleine gammelige Deutsch. Da steht ein Mähdrescher drin. Dreschen können wir auch nicht, weil wir ja nicht wissen, wo unser Kipper ist. Das gibt's doch nicht, hey. Wir brauchen schon bald 10 Jahre, bis wir mal den Kipper gefunden haben, dass wir hier. Oh, Salat. Da. Kennt jemand von euch die Map? Ich bin gerade. Einer, der auf nördliche Gegenden macht, da weiß ich immer noch nicht, wo man das Stroh verkauft. Ja, super, wenn ich das jetzt doch bald mal erfahren könnte. Da oben ist noch eine Halle, vielleicht ist da ja was. Wenn ich das abgehackte Gehen etwas nerven sollte, dann. Hier sind auch keine Maschinen drin, hier sind nur so Tore. Wo würde man, wenn man hier intelligent anfangen würde, einen Anhänger verstauen? Weißt du was? Ich hasse zwar dieses Rumgesuche, aber vielleicht mache ich das. So, irgendwie was. Der muss am Hof sein. Der muss am Hof sein. Blöd bin ich ja nicht. Da ist noch eine kleine Halle. Vielleicht ist da was drin. Die Map hält Gottes Name irgendwas. Hier eine leere Halle. Ist das nicht geil? Eine unnötige leere Halle. Das, obwohl ich heute eigentlich Getreide wegfahren wollte. Jetzt suche ich schon seit fast 5 Minuten diesen Och nö. Freunde, es sieht mir so aus, als hätten wir irgendwas gefunden.
ist das eigentlich hier für ein Kack? Okay. Wir sind fündig geworden. Leute. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal den Deutz. Beim Auto können wir das Ganze leider nicht wegfahren, ne? Schnappen wir uns den Deutzi. Toll, dass ich mal offen. Vielleicht noch so oder so wieder rein. Sorry Leute, wenn euch der Sound etwas zu laut sein sollte, dann müsst ihr mir das sagen. Mache ich den Sound auch leiser. So. Wir fahren jetzt Getreide. Wohin könnten wir das bringen? Zum Güterbahnhof. Ist überhaupt nicht weit weg von hier. Der Güterbahnhof ist nicht mal eine halbe Seemeile weit weg. Ja, ihr kennt mich ja mit meinem Kapitätsgerede. Was ist das jetzt für ein Witz hier? Kann ich da jetzt nicht unter Silo fahren? Das ist verarschen. Das wäre ja noch witziger, wenn ich hier nichts im Silo hätte. Was. Aber wo denn? Zum verfluchten Teufel fällt man hier auf. Was holt man hier? Getreide, das ist die nächste Frage. Ich spiele die Map noch nicht so lange, Leute. Da liegt nur Goldmünze. Vielleicht holt man da ja Getreide. Nein, auch nicht. Was? Aber... Hä? Wo denn dann? Hier kann man wenigstens schon mal tanken, das ist gut. Aha. Sehr interessant. Sehr interessant, Leute. Das ist mal ein geiler Einfall. Wo keiner irgendwas findet. Da macht man Getreidelager rein. Ich habe das an der Tafel da gerade gesehen, also. So. Wir werden mal Weizen aufladen. Und schon mal schauen, wo der Güterbahnhof ist. Ich finde das schon irgendwie. Irgendwie ist gut gesagt. Ich finde das wahrscheinlich gar nicht. Naja. Wir treiben. Getreide wegfahren. Ich bahne mir am besten selbst einen Weg. So. Euch gehören zwei Felder auf dieser Map. Wenn ich das mal kurz demonstrieren darf. Feld 14 und 13. Nicht du, du. Könnt ihr kaufen. Die restlichen. Sind sogar so zu verkaufen Schilder dran. Ist richtig geil gemacht. Also die Map solltet ihr euch holen. Der Shop hat auch nur eine gewisse Zeit offen. Fällt mir gerade was ein. Ich muss mal schauen. Auf den Feldern noch steht, wenn ja, muss ich nämlich das Pflanzensterben noch ausschalten. Sieht aber nicht so aus, als wäre irgendwas gestorben. Ja, Freunde, so bin ich normalerweise. Ich stelle immer das Pflanzensterben aus. So. Dann zeige ich euch das mit den zeitgesteuerten Tonnen, nämlich das ist eine richtig geile Sache. Ja, wir wollten eigentlich Getreide wegfahren, ne, und jetzt, geil. Wenn ich bitten darf. Der Händler macht so. Und macht wieder auf. Wenn ihr auf die Uhr ein bisschen mitgeschaut habt, dann könnt ihr jetzt vielleicht feststellen,
dass es tatsächlich immer eine bestimmte Uhrzeit ist, ne? So, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum, sondern bringen jetzt mal wieder ein bisschen was weg. Kennt ihr das Sprichwort, als Bauer muss man schon ziemlich viel schaffen können. So. Dann schauen wir mal am klügsten, wo wir denn hier. Da oben schaut es mir nach Bahngleisen aus. Ich würde das gerne zum Güterbahnhof bringen. Ihr kennt mich ja. Ich bin so ein Fan davon, wenn man den Zug los schickt, dass dem der da Geld gibt. Deshalb mache ich das ja immer auch, ne? Da kenne ich keine Gnade. Verdammt, schon wieder 10 Minuten. Die Zeit vergeht auch so schnell. Es kann sein, dass wir jetzt nichts schaffen werden, weil ich glaube, ich befinde mich auf dem größten Umweg. So, die Pfosten kann man dann wieder auswurzeln. Die Schranke geht auch auf, wenn man daneben dran vorbeifährt. Alles easy. So. Ja, wenn ich natürlich zu Hause bin, dann lade ich schon Videos hoch. Aber es gibt Wochenenden, da bin ich nicht zu Hause. Deswegen werde ich da auch und kann da auch nichts hochladen. Also ich bitte dabei vielmals um Entschuldigung, wenn es da so sein sollte. Da ist der Güterbahnhof. Eine Foto schaffen wir doch. Ja, ich habe etwas Schnupfen. Sag mal, warum kommt mir der Kanu heute so langsam vor, wenn ich fragen darf? Jetzt geht's bestimmt gleich schief. Ja, es geht bestimmt schief. Wo ich recht habe, habe ich leider recht, was? Ne? Wenn ich recht habe, habe ich recht. Was ist das mit dem, es geht schief angeht, kann ich nur aus Erfahrung sprechen. So. Wir verladen das Ganze mal auf den Zug. Schauen wir, wie viel uns das bringt. Schicken den direkt mal los. Hier könnt ihr den Zug losschicken. Time to say goodbye, Train. Servus. Da fährt der Zug ab. Und wir machen damit auch Schluss, Leute. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und ich wünsche euch was. Mock up, wir sehen uns.